Haben Sie sich wieder vertragen? Also ich denke, es war ziemlich überflüssig, was hier im Vorfeld der Fraktionsklausur abgelaufen ist. Ich meine, nach so einem Wahlergebnis zu versuchen, die Fraktionsspitze zu demontieren, ist etwas, was nicht von sehr viel Verantwortungsgefühl zeugt. Ich denke, wir haben hier heute schon eine Reihe sehr vernünftiger Beschlüsse gefasst. Es sind bestimmte GO-Anträge zurückgezogen worden. Wir haben auch Dietmar Bartsch und ich sind mit guten Ergebnissen gewählt worden. Wir müssen natürlich jetzt noch gucken, wie wir weitere Funktionen besetzen. Ich hoffe, dass wir nach dieser Klausur sehr handlungsfähig werden, weil genau das wird gebraucht. Die Linke ist nicht dafür gewählt worden, sich zu streiten, sondern dafür eine soziale Opposition zu sein, gegen Niedriglöhne, gegen schlechte Renten. Dafür wird sie gebraucht und das müssen wir jetzt auch endlich einlösen. Frau Wagner, wie sieht denn der Kompromiss aus, den Sie heute geschlossen haben? Ja, wissen Sie, Kompromisse kann man immer so oder so interpretieren. Sie wissen, dass es zwei Anträge gab, was die Vorsitzenden anging, Stimmrecht und gleichberechtigtes Rederecht mit den Fraktionsvorsitzenden, das ist vom Tisch. Und natürlich müssen wir einen Fraktionsvorstand wählen, der die gesamte Fraktion mitnimmt. Das ist auch völlig klar. Also natürlich wollen wir niemanden ausgrenzen. Insoweit denke ich, wir sind ja auf einem guten Weg. Aber es geht nicht primär darum, wie wir jetzt hier Kompromisse machen. Wir müssen arbeitsfähig werden, weil das, was von Jamaika zu erwarten ist, ist weiterer Sozialabbau, ist auf jeden Fall kein Kampf gegen Armut in Deutschland, ist leider auch keine friedliche Außenpolitik. Und das sind alles Dinge, die wir vorantreiben. Dafür sind wir in den Bundestag gewählt worden und das wollen wir dann auch umsetzen. Also Sie fühlen sich heute wieder gestärkt, aber immer wieder reiben sich viele Parteifreunde an Ihnen. Woran liegt das? Sind Sie vielleicht einfach kein Teamplayer? Auch wissen Sie, ich erlebe auch sehr oft, dass ich sehr viel Unterstützung bekomme, gerade auch aus der Partei. Ich finde auch ein Wahlergebnis von 75%, da hat es bei anderen Parteien oder Fraktionen manches andere gegeben. Da muss man sich nicht beklagen. Wir sind eine plurale Partei. Wir diskutieren freudig, aber wir dürfen und müssen aufhören, in dieser Form zu streiten. Das ist völlig richtig. Aber diesen Richtungsstreit, den gibt es ja nach wie vor. Die Parteispitze wirft Ihnen Alleingänge vor, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Lassen Sie das künftig? Wissen Sie, gerade auch in dieser Frage, das ist eine Frage, die wir sehr ernsthaft durchdenken müssen. Wir haben bei der Wahl auf der einen Seite 500.000 Stimmen insgesamt dazu gewonnen. Wir haben ein gutes Ergebnis, das zweitbeste in der linken Geschichte. Gleichzeitig haben wir aber gerade bei Arbeitern, bei Arbeitslosen relativ schlechte Ergebnisse. Zumindest haben wir sehr viele Stimmen verloren, auch in Ostdeutschland, aber nicht nur. Und darüber müssen wir natürlich nachdenken. Und wir müssen auch Schlussfolgerungen ziehen. Also man kann ja nicht sagen, wenn man Wähler verliert, das ist uns egal, wir machen weiter wie bisher. Natürlich muss man das durchdenken und man muss es vor allem verändern. Ich will nicht, dass die AfD noch stärker wird. Ich möchte die Wähler zurückgewinnen, die jetzt vielleicht aus dem Gefühl heraus, dass sie sauer sind, dass sie protestieren wollen, dieser rechten Partei ihre Stimme gegeben haben. Da ist die Stimme schlecht aufgehoben, weil von dort gibt es keinen Druck für bessere Renten oder sichere Arbeitsverhältnisse. Aber um diese Wähler müssen wir wieder werben, die müssen wir zurückgewinnen. Und da müssen wir drüber nachdenken, wie das funktioniert. Und da müssen wir bestimmte Fragen auch einfach selbst nochmal neu diskutieren. Das sehe ich schon. Aber nachdem, wie das heute gescheppert hat, wird dieser Streit ja wieder aufbrechen. Der ist ja nur aufgeschoben. Nun wollen Sie ja gegen die Regierung opponieren und nicht dauerhaft gegeneinander. Was wollen Sie persönlich denn tun, damit dieser Flügelstreit aufgelöst werden kann? Also ich finde, wenn man sich Gedanken macht, warum man bestimmte Wähler bei dieser Wahl nicht erreicht und was man besser machen kann, dann ist das kein Flügelstreit, sondern etwas sehr Sinnvolles. Also ich würde mir nie wünschen, dass die Linke so wird wie die CDU, die eine Wahlniederlage nach der anderen abhakt und sagt, wir haben aber alles richtig gemacht. Also so wie Frau Merkel das gerne sagt. Ich finde, wir müssen gucken, wo haben wir auch etwas nicht richtig gemacht. Das ist kein Flügelstreit, das ist eine inhaltliche Diskussion. Und ansonsten hoffe ich, dass wir bei allen weiteren Entscheidungen, auch dieser Klausur, uns sehr geschlossen aufstellen, gerade weil es unsere Aufgabe ist, die künftige Regierung vor uns herzutreiben, der künftigen Regierung Druck zu machen, weil wir wollen, dass es endlich sozialere Verhältnisse in diesem Land gibt. Dafür braucht es eine starke soziale Opposition und dafür sind wir gewählt worden. Ärgert Sie eigentlich, dass Sie die Oppositionsführung demnächst an die SPD abgeben müssen? Wahrscheinlich.
Ach, na wissen Sie, Oppositionsführung ist ja nicht nur eine Frage der Größe. Also ich würde mir sehr wünschen, wenn die SPD wieder eine sozialdemokratische Partei wird, dann wäre sie auch eine wirkliche Opposition und hoffentlich auch ein Partner für uns. Ich meine, das Problem der letzten Jahre war ja selbst die Phase, wo die SPD schon mal auch in der Opposition war, dass sie inhaltlich eigentlich kein wesentlich anderes Angebot gemacht hat als die CDU, dass sie immer ununterscheidbarer geworden ist. Ich würde mir wünschen, dass die SPD jetzt auch aus dieser Wahlniederlage die Schlussfolgerung zieht, dass sie eben nicht diesen Agendakurs, den sie damals mit Gerhard Schröder begonnen hat, weiterfährt, sondern wirklich wieder soziale Forderungen stellt. Und wenn wir dann gemeinsam im Parlament agieren könnten, das wäre gut, weil gemeinsam sind wir stärker als alleine. Vielen Dank für das Gespräch. Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht war das. Herzlichen Dank nach Potsdam.